So, liebe Leute, los geht's heute mit GTA. Ja, heute bin ich ein bisschen alleine. Also, was ist heute? Ich bin jetzt nur kurz alleine. Und zwar mache ich mich mal kurz auf zum Casino. Weil es dort kurz die Tagesziele abzuholen geht. Also, quasi den Tagesgewinn abzuholen gibt. Ich werde gleich auf jeden Fall noch Besuch kriegen. Also, wir gehen heute vielleicht sogar noch ein bisschen was anderes machen. Aber jetzt erstmal zum Casino zurück. Ja, wie gesagt, vielleicht drehen wir kurz am Rad. Gut, mach ich öfters, aber. Ja. Genau, ich drehe öfters mal am Rad, aber heute machen wir es auch tatsächlich, weil heute geht es nämlich am. Wie gesagt, im Casino auf das Glück, an das Glücksrad. Das wird da einfach mal kurz. Ach, jetzt doch nicht. Ja. Wie gesagt, der Markus wird gleich noch dazu joinen, das ist klar. Dann schauen wir mal, was wir heute machen. Und im Laufe der Aufnahmesession wird es heute noch. Wenn wir heute noch einen Neuling dazu bekommen, unser neuestes Crewmitglied wird heute noch mit dazu kommen. Ich denke, so übernächste, vielleicht danach die Folge. Je nachdem, was heute ansteht. Und. Ja. Da ist doch schon der erste. Hallo, Markus. Hey. Ich bin schon in der Aufnahme drin. Ja, sorry, ich musste noch den Dustwalker noch schicken. Du, alles ist gut. Kein Vorwurf an dich. Wir sind nämlich praktisch beide gestern, also er auf dem PC und ich auf der PS4, wir sind beide gestern im Renault Zweiter geworden. Okay. Das musste ich ihm schicken, das ist mehr als Zufall. Ja, ist doch gut. Ja, wie gesagt, in einer halben Stunde sind wir zu dritt. Ja. Leider frauenlos, aber zu dritt. Ja, tatsächlich, genau, weil obwohl heute, gut, für uns, für euch ist es zwar ein bisschen später dran, internationaler Frauentag ist, gut, Yvonne ist heute woanders unterwegs, in einer anderen Gruppe unterwegs, aber die wird auch hoffentlich mit dabei sein, aber wie gesagt, der Enrico wird heute im Laufe der Aufnahme mit zu stoßen. Also ich trage sie auf jeden Fall in meinem Herzen. Wir denken immer an Yvonne, das ist natürlich klar. Ja, immer. Ja, alles gut. Genau. So, unterwegs im Casino in kurz. Ich muss mal kräftig am Rad drehen. Wie gesagt, ich mach's zwar öfters mal, aber heute auch noch. Heute tatsächlich bildlich. Ja, eigentlich wollten wir ja heute mit den Heist weitermachen. Das war ja eigentlich so ein bisschen die Idee, aber unser potenzielles neues Mitglied, Crewmitglied, ist tatsächlich heute aufgrund anstehender Prüfung verhindert. Ist auch natürlich vollkommen in Ordnung und vollkommen verständlich, dass der da im Moment keine Zeit für GTA hat. Und ja, vollkommen okay. Er hat wenigstens Bescheid gesagt. Er hat gesagt, du, es geht ab heute nicht. Und ja, diese Prüfung geht immer vor. Mhm. So, ja. Ich bin jetzt fast da im Casino. Genau, 1 Million GTA-Dollar gibt es momentan tatsächlich. Ab dem. Jedem Anfang des Monats. Ja, bin, ja genau. hatte ich auch schon gekriegt. Nur jetzt, dass sie das geändert haben. Die neuen gibt es ja ab dem 1. Oder wenn die Folge rauskam, gab es. Nächsten Monat. Ja, gab es ab dem 1. April, weil die Folge, die werde ich jetzt hier veröffentlichen, sind wir, glaube ich, am 4. Ja, April. Ja. Also praktisch, wir sind jetzt praktisch noch im März. Und jetzt hat man praktisch das noch normal gekriegt. Ab nächsten Monat, wenn diese Folge rauskommt, musst du dann praktisch das im Store kostenfrei erhalten. Warum genau. Sie das so gemacht immer zum haben, ersten eines Monats, bis GTA auf der PS5 rauskommt. Das ist zumindest mal das, genau. Keine Ahnung, wann das auf der PS5 rauskommt. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Da ich weder eine PS5 besitze, noch momentan ja nicht vorab. Deswegen behalte ich noch nicht. Ja, für mich ist es momentan einfach noch vom Preis her zu teuer. So, drehen wir mal kurz am Rad. Mal gucken, ob wir welche. Diesmal ein bisschen Glück haben. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich wenig Glück gehabt. Haben wir ja das Auto knapp verpasst. Ich gewinne auch immer nur das Auto, wenn es total schreckliche, seltsame Autos sind. Mal gucken. Wie gesagt, ich check jetzt mal durch. Ich würde halt gerne mal eins von diesen super Sportwagen gewinnen. T-Shirt.
Ja. Schwerer weiter Kapuzenpullover habe ich gewonnen. Super. 24 nee. Stunden dafür gewartet. Yay! Nee, seit der letzten Aufnahmesession da gewartet. Ja, aber man kann ja nur alle 24 Stunden ja. auf legale Art und Weise, ich erinnere das nochmal an die Gruppen, die ich ja auch gerne mal zugucken, auf legale Weise. Ich möchte gar nicht wissen, wie das auf. Ich möchte gar nicht wissen, wie das auf andere Art und Weise geht, weil wie gesagt, ich bin ja, mit dem wie Thema. Wie gesagt, in diesen Facebook-Gruppen liest man mehr als genug von irgendwelchen schrägen Sachen. Also nicht in, nicht in der Gruppe, wo ich drin bin, tatsächlich. Bisher habe ich es nicht gelesen, sagen wir es mal so. Ja. Aber wie gesagt, klar. Klar gibt es solche Leute, die da gerne mal so Spielfehler ein bisschen ausnutzen. Gut, okay, du bist noch nicht auf dem Server. Ich habe den Server offen, einen Freundesserver. Ich bin gleich da, 90% geladen. Online. Genau, war unser. Wie gesagt, Enrico, der wird dann nachjoinen. Den müssen wir nämlich noch in die Crew einladen. Wenn der dann nachher irgendwann da ist. So in einer guten halben Stunde ist er dann mit am Start. Oh, Hollywood Boulevard. Aber warte mal, ich wollte was nachgucken tatsächlich. Ob das wirklich der Fall ist. Es gibt nämlich im Hollywood Boulevard tatsächlich einen der Sterne von dem Walk of Fame, der ist nicht am Boden, sondern an der Wand eines Gebäudes. Und zwar, weil diese Person, glaube ich, dagegen hat, dass Leute auf ihn laufen. Ja, auf ihn treten oder irgendwie sowas. Es war, es ist, glaube ich, ein, ich weiß jetzt gerade auch nur nicht, wer es war. Das war, gab es jetzt vor kurzem, gab es das jetzt irgendwie mal im Fernsehen, was ich gesehen habe. Ich muss aber gerade mal gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Ja, ich weiß nicht, ob das im Spiel auch so ist, aber in echt ist es wirklich so. Dass ja. Leute, die wollten nicht, dass auf dem Namen getrampelt ist. Es ist nur einer. Es ist echt nur einer. Das gab es tatsächlich, bei Dings habe ich das gesehen, ja, die rote Kugel. Obwohl es ja dann nicht mehr der Walk of Fame ist, sondern die Wall of Fame, keine Ahnung. Ja gut, die Namen tatsächlich, die hier drin sind, sind tatsächlich, glaube ich, die Entwickler von dem Spiel hier. Die hier unten auf dem Namen stehen, auf dem Mondschein. Ja, das fand ich zum Beispiel immer sehr cool damals beim allerersten Max Payne. Da haben sie nämlich vieles noch mit Fototexturen gemacht. Also praktisch die Gesichtsausdrücke, die Charaktere, wenn die geschossen haben und so, die haben zwar die Gesichtsdinger gewechselt, aber das waren alles Fotos. Also das war immer ein Bild. Keine Bewegung, sondern immer nur so schießen einen Gesichtsausdruck, nicht schießen einen Gesichtsausdruck. Und die ganzen Gesichter und die ganzen Figuren, die da drin waren, das waren alles Entwickler von dem Spiel. Und ich glaube, der Head-Entwickler, der war der Hauptcharakter sogar, das Gesicht. Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich. Im zweiten Teil mehr zum zeichnenden Stil übergegangen. Also Max Payne ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich finde tatsächlich jetzt ja auch keinen auf der Wand. Ich habe tatsächlich mal vor, diesen nach L.A. zu fliegen. Und sollte das tatsächlich mal der Fall sein, und dann werde ich mir natürlich das Ganze mal live angucken. Weil da gibt es tatsächlich sehr viele Orte, die man auch in GTA wiedererkennt. Und das habe ich ja so ein bisschen auch vor. Ich versuche dann nochmal, wenn es möglich ist, ein paar Videos dazu zu machen. Mhm. Also, aber wie gesagt, das dauert alles noch ein bisschen, weil die erste. Ach, deswegen schreien die rum, weil ich mit der Uzi hier durch die Gegend laufe. Ich wundere mich, warum gerade die Passanten die ganze Zeit schreien. Also teilweise zumindest. Ich renne mit der Uzi gerade durch die Gegend. Schon mit der Mini-MG. Ja, wie gesagt, Mexiko ist so tatsächlich unser erstes Ziel, was wir eigentlich anreisen wollen. Ist vom Preis her deutlich billiger. Als Los Angeles. Gerade was die Hotels betrifft. Also ich habe mal geguckt, tatsächlich LA für 2 Wochen. Bist du bei ca. 4.000 Euro für 2 Personen. In Mexiko bist du bei ungefähr der Hälfte. Mhm. Aber wie gesagt, ist tatsächlich haben sie es nicht übernommen hier. Warte mal, ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen, weil ich nebenbei noch ein bisschen auch GTA Let's Play gucke, bei einem sehr großen YouTuber. Die Frage ist, sie haben den Glitch entdeckt, und zwar befindet er sich hier. Die Frage ist, ob es den noch gibt auf der PS4, weil den, wo ich glaube ich geguckt habe, war glaube ich auf der ersten Xbox, 360er war, ne, vor der One. Ja. Ja. Dann haben wir den nämlich auf der Xbox 360 geguckt. Nur die Frage ist, ob sie auf der PS4 rausgenommen haben. Dazu
Also nicht. Naja, 15.000 Jetons. Ja. Ach du, du bist da hinten, ne? Die Frage ist, ob das geht. Warte mal. Ich mach das mal eben kurz, ob das funktioniert. Ansonsten kann sein, dass es nicht funktioniert. Ja, ist tatsächlich nur ein kleiner Glitch. Aber es ist kein Spiel, ist kein, ich schade da irgendwelche Leute, ich möchte nur was nachgucken, tatsächlich, ob es da geht. Ich habe mich übrigens mal informiert, es gibt wirklich Roleplay-Gruppen, die sowas machen auf der PS4. Die organisieren das alles über Discord. Also da hast du praktisch kein Menü im Spiel, sondern über Discord. So, warte mal. Ich gehe mal kurz hier rein, ob das funktioniert. Okay, den Glitch haben sie rausgenommen. Nein, gibt's nicht. Welchen Dings, bei welchem hast du das du weißt, wo die Bank ist bei dem letzten Raubüberfall? Ja. Du gehst doch den Weg runter da gegenüber. So, ja. Auf der linken Seite, wenn du runterkommst, ist doch dieser Zaun, dieser Kasten um die Rohre rum, weißt du? Mhm. Gegenüber von dem Wohnwagen, der da steht. Mhm. Da steht ja ein Wohnwagen. So, es gibt tatsächlich auf der alten Xbox, wahrscheinlich auf der PS3 auch, einen Glitch. Und zwar, wenn du da Polizei anlockst, und dich da an diesen Kasten stellst, kann die Polizei nichts machen. Die guckt dann nur blöd dich an und schießt nicht auf dich. Das habe ich gerade ausprobiert. Ich habe Polizei angelockt, ich habe 3 Sterne und es funktioniert nicht. Also die Polizei trifft dich trotzdem da drin. Das war eigentlich nur das, was ich einfach mal nachgeguckt haben wollte. So, Rede. Dann machen wir jetzt gleich ein bisschen was Zeug. Ich fahre mal kurz zum Los Santos Customs, damit ich die blöden also gut, ich hätte noch Lester rufen können. So. Ich hoffe, dass jetzt weg sind, die Cops. Ja, es gibt einige Glitches, die ich so, die mal gezeigt haben und alles drum und dran, so 3-4 Stück. Ja, bei wem denn? Wie hieß denn der? Ich mache keine Werbung für andere YouTuber. Ja, nee, aber kenne ich den? Oder ja, müsstest du kennen. Oder? Ja, klar, Deutscher. Okay, gut. Weil ich gucke nämlich sehr viele Ami-Dings. Ja, deutscher, der bekannte deutscher YouTuber. Fängt mit S an und hört mit R auf. Ja. Macht, glaube ich, mittlerweile auch nur noch Musik. So, da habe ich nämlich gesehen. Wie gesagt, ich verfolge gerade. Ne, ich gucke selten das englische Let's Plays. Ich gucke halt größtenteils so deutsche Let's Player. Deutsche bestimmte Let's Player. Da ich YouTube Premium habe, kann ich zum Beispiel auch komplett ohne werbefrei durchgucken. Zahlt halt 12 Euro im Monat, aber hast du dann einfach komplett alles. Hast ja keine Werbung mit drin von den Videos. So, okay. Wo bist du? Am Casino? Immer noch oder wo? Nö, ich fahr gerade in die Innenstadt. Du fährst gerade in die Innenstadt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Job auf. Ich würde sagen, wir haben eine Mission. Wir könnten tatsächlich, was ich gerade eben gelesen habe, bei den Yachtmissionen, diese Superjachtmission, die gibt momentan auf Doppel-RP. Ob wir die vielleicht machen können danach? Ja. Ich kenne sie noch nicht, ich habe da noch gar keine Ahnung von, dass man die vielleicht mal anschauen kann. Ja, wenn du eine Superjacht hast, ich habe Die 12 Millionen Yacht. Ja. Dann müsstest du halt auch starten, weil ich hab keine. Ja, machen wir gleich. Also jetzt wird jetzt einfach mal kurz noch irgendwie zum Anfang einen kleinen Dings machen. Wir können immer, wenn wir dort so vorbeischauen, einen Attentat machen, wenn du willst. Mhm. Oder wir machen einfach eine Kontaktmission. Wie auch immer. Aber warte mal, machen wir mal mein Madrazo eben kurz weiter, damit wir die Überflugs. Warte mal, ich guck mal gerade nach Missionen, die wir noch nicht haben. Bei Madrazo weiß ich, dass wir nur 1 oder 2 Missionen von dem gemacht haben mit den Attentaten. Ich glaube, eine war's. So. Aber wie gesagt, klar, du kannst mal gucken. Ich glaube, beim Simeon haben wir sie, glaube ich, alle durchgekaut mittlerweile, bis auf. Also zumindest die Reihen. Das ist sogar eine Morting-Mission hier.
Alles gut. Dann kann man, sag Bescheid, wenn du gleich startest, einlädst. Und dann können wir gleich ein bisschen Dings machen. Eingeladen ist? Ja, ich habe was bekommen. Du hast die Links geändert, das Logo, ne? Von der Crew, habe ich gerade gesehen. Ja. Ja, ich habe mal ein bisschen was Moderneres gemacht. Ja, alles gut. Wie gesagt, da sich die Anzahl der Crewmitglieder sowieso immer mal ein bisschen verändert und normalerweise, wie gesagt, waren wir zu fünft. Aber wie gesagt, das wird sich jetzt wahrscheinlich durch die... Also ein neuer, wie gesagt, der sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge mit dabei sein wird. Oder übernächste Folge. Ja, aber da ich halt das, den Namen der Crew eh nicht mehr so groß ändern kann, muss ist halt die Zahl 5 jetzt halt präsent. Und ja, vollkommen in Ordnung. Alles ist gut. Von meiner Seite können wir starten, weil ich habe alles. Ich habe meine Dings angekürzt. 2,9 Millionen habe ich. Aber ich fand halt einfach das andere Logo zu kindisch. Das war mir einfach schnell hingerutscht. Nee, ach, alles gut. Wie gesagt, wir entwickeln uns ja so ein bisschen auch weiter. Ne? Ich habe auch eine andere Crewfarbe. Also wenn du mal eine Crewfarbe, Auto- und Crewfarbe machen willst, ist auch anders. Ich behalte jetzt mein Kuruma erstmal in der Farbe, wie er ist. Aber wie gesagt, klar, man kann auch mal gucken, ob wir jetzt mal noch... Ja, mal so ein Gelb-Orange, glaube ich, müsste das irgendwas in der Richtung sein. So. Ich schau mal dann irgendwann wieder weiter. So, die erste Mission, die uns heute ansteht, ist Abreise. Wir müssen eine Zeugin ausschalten. Die Frage ist, du fährst mit deinem, okay, ich habe sonst mein Kuruma mitgenommen, weil ich kenne die Mission nicht. Ich auch nicht. Aber schau mal. Okay, das ist die. Die ist hier auf der Straße irgendwo. Na, dann geht das wahrscheinlich zack, zack. Oh, das war knapp. Nicht geplant, sah aber gekonnt aus. Jetzt, genau. Ich vermute, der grüne Wagen da vorne. Ja, das Cabrio da. Fotografiere die Zeugin. So, wir sollen Kopf abschütteln. Mal wieder. Genau, dann schütteln wir mal ganz ordentlich. Auf. Ja, ist das so? Volltreffer, genau den Pöller getroffen. Da sind 5 Kilometer Platz rumherum und du schaffst einen Pöller zu treffen. Ja, das kann ich auch gut. Das ist wieder so typisch GTA-Logik. Ich kann eine riesengroße Ampel umfahren, aber so ein Pöller, na, nein. Wobei ich denke mal, dass diese Betonpöller, die Pöller, diese großen, einfach stabiler sind als so eine Ampel. So, ich werde mal gucken, dass ich hier irgendwo in Richtung Bahnschienen oder sowas. Ja, hier. Rechts oder links, genau, einfach. Boah, ich glaube, links wäre besser gewesen, wenn du da in einen Tunnel kommst. Wow. Und vorne kein Zug in den Kopf. Oh, das habe ich schon gedacht, ich mir schon in dem Moment. Okay, die Cops. Wieso können uns hier die Cops noch sehen, verstehe ich nicht. Ja, die können uns nicht mehr sehen. Wir waren doch nur ein bisschen im Suchradius. Aber eigentlich dürfen sie uns nicht sehen. Ja, hier sehen sie uns nicht. Die kommen so auch, glaube ich, nicht hin zur Brücke. Weiß ich nicht, ja, ich denke auch nicht, ne? Die sind da vorne, fahren sie gerade rechts durch. Da kreiseln sie ein bisschen. Da unten. Eigentlich dürften sie nicht, ne? Kipp dich zum Matratzos auf. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich glaube, mit Matratzo sollte man sich auch nicht anlegen. Ich glaube, der weiß, glaube ich, ziemlich genau, wo der Leichen verstecken kann. Also man sollte sich zumindest nicht mit dem verscherzen. Ich habe so ein richtig cooles Musikvideo gefunden, was einer wahrscheinlich hier mit diesem, also entweder hat er das am PC gemacht oder mit diesem, Ingame-Creator-Modus. Ja, ja. Sau cool gemacht, wo diese Cutscene, wo Matratzo am Anfang, wo er Michael kennenlernt, fragt so, weißt du, wer ich bin? Und Michael sagt so, nein. Und normalerweise sagt doch dann hier, Franklin, ja, ich weiß, wer sie sind.
und in dem Video so, nein, und dann sagen alle so, nein, wir wissen nicht, wer du bist, dann rennt er die ganze Zeit durch die Gegend und fragt alle, weißt du, wer ich bin? Ja, am und Haus, am Haus ist, der kommt doch am Haus erst hin und so, dann mit dem Baseballschläger und so, oder wo der auf den brüllt, weißt du, wer ich bin, wegen dem Haus, weißt du? Ja, genau. Weil er nur das Haus weggejagt hat. Ja. Ich kann dir auch mal den Link schicken jetzt. Ja, kannst du ja mal die WhatsApp-Gruppen packen. WhatsApp-Gruppe tun. So, mal kurz hier mit dem Berg hoch. Ja, dann passt das von der Zeit her. Ja. Genau, wie unsere Karrieren, Kev, das geht alles bergauf. Schön wär's. Nicht mit YouTube, glaube ich nicht. Nee. Die Zeit ist vorbei, um da groß durchzustarten. Entweder kein Geld damit. Ich habe ein paar Cent verdient bisher, das ist, reicht auch. Aber das heißt, reicht auch. Ich würde sich gerne mehr verdienen, klar. Und mit was jetzt? Mit der Werbung oder mit Spenden? Ich denke viel über die Werbung. Damit verdienst du, glaube ich, über die Werbung und über die Klicks. Ach so. Du verdienst ja, glaube ich, 1 Cent pro 10.000 Klicks oder so. Ah, 10 Euro kannst du dir oder 10 Dollar kannst du es dir auszahlen lassen. Von Google. Was bin ich? Bist du Partner bei YouTube oder was? Nö. Ja, weil ich glaube, irgendwie kriegt man da nicht erst Geld, wenn man irgendwie Partner ist. Oder? Na, nee, eigentlich nicht. Ich durfte ja meine Videos mal monetarisieren am Anfang. Das kannst du ja, mittlerweile ist es herausgenommen. Du hast es ja jetzt auf 1000 Abos, 4000 Minuten Watchtime oder Stunden oder was auch immer. Und das ist ja gewissen Dings. Haken, 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 Haken. Alles, ja. Alles hat einen Haken, ja. Ja, bei uns hat immer alles einen Haken. Aha, Basketballteam. Caio Perico heißt. Und dann kriegst du Dings und dann musst du noch eine Beute dazu holen. So, dann kriegst du Shorts, aber brauchen wir nicht. Soll ich noch eine Mission starten, damit es jetzt. Ja, nee, starte eine Mission, dann machen wir es wirklich, wenn der da ist. Nur. Nur. Na gut, viel haben wir ja verdient durch die. Doppel. Ja, durch die Kontaktmissionen, Zielmissionen und so. So, eingeladen ist. Bessere den Weinberg.